Jo, willkommen zu einem neuen Let's Play Real Talk. Nein, Quatsch. So ein Scheiß. Nee, und zwar habe ich mir jetzt überlegt, jetzt jeden Freitag einen Wochenrückblick zu machen. Und zwar statt immer Let's Play zu machen, halt einen Wochenrückblick. Das heißt, was jetzt halt so eine Woche passiert ist. So jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und zwar bin ich seit einem Monat in Arbeit. Halt im Gartenbau. Arbeite da halt mal 6 Stunden, 8 Stunden, 11 Stunden. Bin mit der Arbeit ganz zufrieden. Hab da auch vernünftige Leute, komme damit ganz gut klar. Hab da ein bisschen mein Geld, also ein bisschen was dazu verdienen. Ja. Und bin mit der Arbeit zufrieden und denke mal, wenn man irgendwas mal gelernt hat, in der Ausbildung damals als Gartenbauhelfer, möchte man halt das auch natürlich auch weiterführen und hat bis jetzt gut geklappt, also einen kleinen Schritt nach vorne und bin eigentlich ganz zufrieden damit. So, und zwar habe ich mir ein paar Stichpunkte mal ausgedacht. Ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben, sondern ich habe mir jetzt mal so, wie soll ich sagen, mal überdacht. Und zwar geht es darum, eben mal über ein paar bestimmte Leute. Und ein paar Sachen von meinem Kanal. Und noch ein paar andere Sachen. Wo fangen wir denn an? Zurzeit habe ich ja viele Spieler am Start. Die meisten Spiele sind ja in Full HD. Ja, in 1080p HD. Und in 60 FPS, ja, dass das Bild praktisch flüssiger läuft, weil viele gesagt haben, warum schreibst du denn immer davor 60 FPS, was ist denn 60 FPS? Da müsst ihr mal googeln, 60 FPS, das hat was mit der Bildwiederholrate zu tun, also das hat mit der Flüssigkeit des Videomaterials zu tun. Und zwar habe ich viele Spiele zurzeit am Start. Und am Start ist er zurzeit auf Far Cry Alien Isolation, Zero Sam Dream. Neu habe ich jetzt auch Mad Max, Phantom Pain. Dann habe ich noch so eine Art Shocker Game, was ich euch noch vielleicht dieses Wochenende präsentiere. Das nennt sich Grit Berit irgendwie. Warte mal, ich kann noch mal kurz gucken. Das nennt sich Grit Bert, irgendwie so, irgendwie von Steam. Und dann habe ich noch ein Spiel, und zwar nennt sich das Liars of Fear. Das habe ich vorhin gespielt mit Facecam. Das werde ich euch noch heute noch hochladen. Vielleicht könnt ihr das heute noch gucken. Oder dann erst morgen. Und da müsst ihr mal gucken, dann auf jeden Fall bei Facebook, wenn da steht Liars of Fear mit Facecam 60 FPS, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ja, da habe ich gut kommentiert, gut präsentiert, gute Grafik, Full HD, 60 FPS. Diese Spiele müsst ihr auf jeden Fall verfolgen. Viele sagen ja, mein Spiel doch mal ein Spiel zu Ende, macht dann das nächste Spiel. Naja, habt da Recht und ein bisschen Unrecht. Ich kann jetzt, sagen wir mal, als Beispiel, nehmen wir mal Far Cry. Kann ich jetzt nicht mit Far Cry anfangen und das bis zum bitteren Ende durchspielen, sag ich mal, mit Part 1 angefangen und durchgezogen bis Part 40. Irgendwann sagst du dir auch, ach komm, ey, irgendwann wird langweilig. Nee, man muss ein bisschen Abstriche ziehen. Das heißt, ihr müsst dran denken, ihr müsst die Spiele besitzen, davon hängt es ab mit Kaufen, was geldmäßig damit auch verbunden ist.
Von der Filmlänge, ja, wie lange es filmt, dann müsst ihr es kommentieren, müsst euch überlegen, macht ihr mit Facecam, macht ihr nicht mit Facecam. Beim Ego-Shooter sagt man immer, da brauchst du keine Facecam. Das ist Quatsch. Und beim Autorennspiel genauso. Aber wenn es jetzt mal jetzt so um so ein Schocker-Game geht, sagt man, wo man so sich jetzt so sich so erschreckt. Das Video, was ihr euch dann morgen bestimmt angucken könnt auf meinem Kanal, oder weil ihr seht es ja bei Facebook dann, ja, wie ich mich da erschrocken habe, so was ist dann dafür zum Beispiel so ein Facecam dann schon mal gut. Und gerade nicht, wenn man die Spiele nicht kennt, dann kommt das manchmal immer ganz gut. Müsst ihr auf jeden Fall mal verfolgen. Ne, man muss so ein bisschen Abschlüsse ziehen. Mal Far Cry, dann mal eine Runde Siux Tem, dann mal ein Rollenspiel, Leos Fortune, das mit dem Wollknäuel, was jetzt aktuell jetzt auf meinem Kanal zu sehen ist. Halt jetzt, was aktuell jetzt auch neu ist oder aktuell spiele, man kann nicht alt neu, also ach, nee, nicht neu spielen, das ist falsch ausgedrückt. Man muss ein bisschen durcheinander spielen. Also da mal ein Part, hier mal ein Part, dann morgen mal das, da mal ein Part. Das heißt mal, heute mal zwei Parts von Dreadmania. Heute mal zwei Runden von Battlefield zum Beispiel und dann mal zwei Parts von einem anderen Spiel. Ja, dass man jetzt so ein bisschen aufstaffelt, ja. Es bleibt kein Spiel liegen, auf keinen Fall. Ich versuche so gut wie möglich die Spiele weiter zu spielen. Ja. Aber man will ja auch die Spiele, die jetzt neu rauskommen, ja auch spielen. Ja. Und gerade wenn neue Spiele rauskommen und wenn man die dann Let's Playt und sie dann hochzieht, je aktueller ein Spiel, umso aktueller Aufrufe dann auch auf deinen Kanal, ist ja klar. Also ältere Spiele guckt sich so gut keiner mehr an. Kommt mal drauf an, was das für ein Spiel ist. Also ein Angebot habe ich ja auch. Entschuldigung. Phantom Pain. Ja, das ist ja auch so ein riesen Open World Game. Also ich habe mir das mal gestern oder vorgestern mal angespielt. Und ich muss sagen, grafikmäßig, ey, ist das ja eine Wucht, ey. Das ist ein Meilenstein, was die Chinesen oder Japaner da gebastelt haben. Ob ich davon ein Let's Play mache, weiß ich nicht. Weil dieses Open World Ding ist einfach zu riesig, ey. Also, da spielst du eine Kampagne. Eine Mission, da spielst du eine Stunde. Ja. Und wenn du ein Spiel abfilmst, kommentierst, hast du dann eine Filmlänge von 30 Minuten. Das ist dann aber nur Part 1. Ja. Ihr stellt euch mal die Spiel komplett durch. Ja. Dann seid ihr irgendwann später bei Part 120. Ja. Also dann. Ja, da muss man echt gucken, wie man das macht. Also, weil ihr müsst dran denken, die Files, wenn er dann auch im Extremfall auch dann auch sehr groß. Und da muss man auch mal dran denken, man muss dann die Krepelleitung, die man hat, auf Deutsch, Internetleitung, Upload, muss man das ja hochziehen. Ja, das entspricht dann auch noch mal ein bisschen Zeit. Und wenn man ja bei YouTube, dass ich euch das mal erkläre, wie das abläuft. Wenn man es hochlädt, ist es ja nicht gleich fertig. Also ihr nehmt den Spiel ja praktisch mit dem Programm. Ja, das filmt dann mit 1080p in 60 FPS. Ja, mal mit Facecam, dann mal mit keine Facecam. So, dann müsst ihr das rendern und dann müsst ihr das ja hochziehen. So, und zwar nicht irgendwie rendern, sondern ihr müsst dann schon im 1080p HD rendern. Und dann halt diese in 60 FPS war, ist ja klar, also Qualität vor Quantität, sag ich mal, wie die Scheiße da heißt. Und wenn man es bei YouTube hochlädt, denkt man nicht, hochziehen, fertig. Sagen wir mal, ein Video ist zum Beispiel 2,3 GB groß, müsst ihr das hochladen. Dauert eine Stunde, kommt immer auf der Leitung an. So. Und dann muss er von YouTube von sich aus das Video noch selber nochmal rendern. Nochmal bearbeiten. So, das kann dann auch schon mal
Kommt auf der Filmlänge an. Wenn ein Film, eine Spiellänge jetzt, sag mal, von 3 Minuten, ist das ratzfatz fertig, bumm, so. Aber habt ihr jetzt eine Spiellänge vom Spiel, was jetzt eine Dreiviertelstunde hat, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, oder mal 20 Minuten oder 25 Minuten, dann dauert das schon mal eine Weile. Und ich werde erst Videos veröffentlichen, also freischalten, wenn die volle Qualität dann da ist, also fertig bearbeitet worden ist, nicht eher. Also, weil, was nützt mir das hochzuladen und ihr guckt euch das dann 3060p an, also da kann ich euch auch Tetris abfilmen, das ist genau die gleiche Qualität. Nee, und zwar warte ich, bis es gerendert ist, das heißt 1080p mit 60 FPS, so wie sich das gehört für Let's Player, also das heißt beste Qualität, und dann könnt ihr euch das da ganz gemütlich reinziehen. Ist ja klar, ja. So, dann haben wir das Thema schon mal abgehakt. Ja, Leute, jetzt kommen wir mal auf das wichtige Thema. Leute, wo bleibt eure Aktivität? Also, ich weiß, ihr habt alle nicht viel Zeit. Ich weiß, ich habe auch nicht viel Zeit. Ich muss gucken, wie ich das halt mit den ganzen Videos da mache. Ich würde mir einfach mal wünschen, gut, ein paar Leute haben Aktivität auf meinem Kanal. Ich werde jetzt auch keinen Namen nennen. Das werden die Leute dann wahrscheinlich schon selber wissen, wenn sie sich das Video angucken. Ich zwinge ja keinen, dass ich Leute zwinge, meine Videos zu kicken. Nee, im Gegenteil. Ihr könnt so gucken, klar. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr halt auch mal diese Videos kommentiert oder mal liked oder disliked. Oder halt mal die Videos auch mal teilt auf euren Account oder auf eure Facebook-Seite oder Twitter. Kommt drauf an, wo ihr zurzeit da unterwegs seid, ja. Und ihr könnt bei Facebook, könnt ihr ja mal Kommentare runterschreiben, was weiß ich, wie euch das Spiel gefallen hat, ja, noch mehr oder scheiße. Das könnte man besser machen, oder da gibt es ja viele Möglichkeiten, was ihr da schreiben könnt. Aber zurzeit die Aktivitäten haben, muss ich ganz ehrlich sagen, haben Rabriade, ich weiß, ist ein schweres Wort, hat ganz schön abgenommen, sag mal. Also das ist ganz schön im Keller gegangen, sag mal. Ich sag jetzt mal nur aus meiner Sicht, wie ich das so sah, praktisch empfinde. Und ich sagte, fühlt euch jetzt nicht irgendwie jetzt da angegriffen, um Gottes Willen. Aber ich reißt mir irgendwie ganz schön den scheiß Arsch auf für die Videos. Ja, versucht die neuesten Spiele irgendwie am Band zu kriegen, das abzufilmen, hochzuladen, dass ihr euch euch das Video reinzieht. Ich sag mal so, das ist ja nicht nur, komm, dann gucke ich mir ein Video an, so, und dann bist du gut, so. Nee, manche Games ist ja nicht nur abfilmen und sich da drin ziehen, ist ja nicht nur abknallen, abrotzen und Blut muss spritzen und hast nicht gesehen. Nee, weil manche Spiele sind auch so mit Story verbunden, sagen wir mal zum Beispiel Tomb Raider oder was weiß ich, es gibt ja zig Varianten, ja. Wo das schon storymäßig schon echt geil ist, da das zu verfolgen. Also ich habe ja auch ein paar Kanäle, wo ich selber sagen muss, da gucke ich ab und zu mal vorbei und ich muss das verfolgen. Ich muss das verfolgen, ey, da. Weil zum Beispiel auf der PlayStation 4, die ich selber nicht besitze, gibt es ein Spiel, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, da, wo ich sagen muss, ey, das muss ich spielen. Das muss ich selber spielen. Kann ich nicht, weil es nur von der Konsole ist. Muss ich verfolgen, weil das fesselt mich dann, muss ich verfolgen. So, und so ist er dann halt auf meinem Kanal. Nur ist bei mir so, ja, gucke ich mir heute Part 1 an und morgen gucke ich mir dann davon Part 5 an. So, das bringt mir nichts. Ich meine, das bringt euch nichts. Gut, ich spiele, ja, mir bringt das was, weil ich muss das ja abfilmen. Aber euch bringt das nichts. Also tut euch doch selber mal einen Gefallen. Ich zwing euch nicht, um Gottes Willen. Aber diese Aktivitäten sind null. Also, seit ich Mediakraft, seit ich
bei mehr Kraft, Talents drin bin, ist das mächtig im Keller hängen. Pass auf, jetzt zeige ich euch mal das Beste, ihr werdet mir das nicht glauben. Die besten Aufrufe im Monat, der Monat hat ja 12 Monate, und dreimal könnt ihr raten, welcher Monat am besten auf meinen Kanal flutscht. So, jetzt überlegt mal 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind nicht mal meine Let's Plays Video. Pass auf, jetzt halt euch fest. Sobald die Weihnachtsmärkte wieder aufmachen und sind ja schon bestimmt schon ein paar Leute auf meinen Kanal aufgefallen, wenn ihr da ein bisschen mal rumstöbert, habe ich ja ganz unten auf meinem Kanal Videos, die beliebten Videos auf meinem Kanal. Da ist zum Beispiel die Fanmeile mit 19.000 Videos und danach kommen auch schon meistens auch die Weihnachtsmärkte. Und da sind manchmal, also jetzt haltet euch fest, ja, wenn ich jetzt ein neues Spiel hochlade, ja, habe ich einen Aufrufe von 10 Aufrufe. Ist ein Witz, war. So. Sagen wir mal, jetzt gehe ich auf den Weihnachtsmarkt, auf den Berliner Weihnachtsmarkt und filme jetzt irgendeine Attraktion. Sagen wir mal, das Magic-Ding oder Brickdance, was weiß ich für ein Scheiß. So, ich filme das abends, ziehe das abends hoch, gehe dann abends pennen, ja, und guck dann 2-3 Tage später dann nochmal auf das Video, dann guck ich so, 750 Aufrufe in 3 Tagen, Ja, ich mir schon mal überlegt, ey, wozu mache ich dann überhaupt noch die Let's Plays Video? Dann renne ich nur noch auf die Weihnachtsmärkte, aber das Dumme ist, ey, die sind nur eben bei mir, versteht ihr, was ich meine? Und da sind, erzähle ich euch keinen Scheiß, gehe jetzt mal halt auf meinen Kanal jetzt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Gut, die sind nicht aufgelistet, aber ich sag euch mal im Video. Ist ja zum Beispiel, ich sag euch mal die Top 10 Videos, also Top 1 ist zum Beispiel hier die Fanmeile mit 19.300 Aufrufer. Und dann kommt da schon praktisch als 12. Video, zum Beispiel Berliner Weihnachtsmarkt 2014, Janowitzbrücke, Attraktion Commander. Das hat 3.090 Aufrufe und dann gibt es noch diese Silvester-Videos und Weihnachtsvideos. Laufen am besten. Weihnachtsvideos, Silvester-Videos laufen auf meinem Kanal wie geschmiert. Die laufen. Besser als Let's Play. Aber Silvester und Weihnachten ist nur immer im Jahr. Das ist ein Problem für mich. Also muss ich halt gucken, wie man es am besten macht. Also wenn ihr hier dieses Video hier guckt, also das hier, dieser scheiß Wochenrückblick hier, könnt ihr ja hier unten mal einen Kommentar schreiben, was ihr von diesen ganzen Scheiß haltet. Ja. Wollt ihr mehr Ego-Shooter, wollt ihr mehr Horror oder mehr Abwechslung? Schreibt einfach mal in eure ehrlichen Meinung, ob euch die Qualität gefällt, ob die Tonqualität gut ist, ob euch die Spiele gefallen und alles Mögliche. So, auf jeden Fall mehr Aktivitäten würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Ich denke mal auch zu dem letzten Punkt. Und zwar habe ich mir was einfallen lassen. Ja, was heißt einfallen lassen? Eigentlich existiert das schon eine Weile. Ich habe ja vor circa einem Jahr mit diesem Livestream angefangen und habe mir da überlegt, mir so einen Spendelink zu erstellen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, ihr müsst halt dran denken, Let's Plays, das heißt auf Deutsch Games, also heißt Spiele. Und jetzt kommt halt diese Spenden-Dings dazu. Das heißt auf Deutsch, ist dafür gedacht, diesen Spendelink, den ich eingerichtet habe oder erstellt habe, ist er dafür gedacht, nicht, dass ich euch Kohle abziehen will oder haben möchte. Nee, das heißt einfach auf Deutsch, ihr müsst dran denken, ich muss Spiele kaufen. Die kosten halt auch mal eine Stange Geld. Und ihr guckt euch ja halt euch die Videos
an. So, und jetzt kommt halt dieses Spendending dazu. Das heißt, wenn ihr mal 2 € spendet oder mal 5 € spendet oder mal ein Zehner, dann könnt ihr das mit PayPal spenden. Ja, mache ich mal unter dieses Video hier. In der Beschreibung hier ist ein Spendelink. Da könnt ihr mit PayPal spenden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eh noch mal 3 € spendet, 4 €, 5 €, 10 €. Dass ich mal für meine Arbeit mal irgendwie mal, wie soll ich sagen, mal begnädigt werde. Also für die Arbeit. Weil ich habe schon an Euros, an Spiele ausgeben, an Equipment, an Tastatur, Webcam, Headset und die Games, die kosten auch eine Stange Geld. So. Und da war halt mein Spendeziel mal, was ich vor einem Jahr eingerichtet habe, waren halt mal so 50 Euro. Der Spendelink ist immer noch auf Null. Wie gesagt, unter dem Video hier ist halt ein Link. Könnt ihr mal gucken. Könnt ihr mal rufen. Ihr müsst nicht, um Gottes Willen, ihr müsst nicht, ihr könnt, ihr dürft, ja, dafür ist es ja da, würde mich natürlich freuen. Dann habe ich noch als Alternative, habe ich eine Kinguin-Seite, das heißt, man kann da günstige Spiele kaufen, die man dann in Steam oder halt bei Origin halt aktivieren kann. Ja, sagen wir, bei Kinguin gibt es zurzeit aktuell das Spiel Mad Max, das kostet 15,99 €. Das sind mit Mehrwertsteuer sind das wahrscheinlich an 16,78 €, was weiß ich. Auf jeden Fall besser, als wenn ihr in Saturn rennt und das Spiel für 49 € kauft oder für 15 €. So. Da würde ich sagen, unter dem Video hier ist auch halt auch der Link, wo ich persönlich mein Spiel kaufe, weil ich renne nicht mehr in Saturn rennt und kaufe mir diesen teuren Spieler. Nee, das mache ich schon eine ganze Weile nicht mehr, schon seit Wochen, Monate, seit Jahren schon nicht mehr. Weil wenn ich einen Saturn kaufe, kaufe ich mir die Verpackung, ist ein Kälte drin, muss ich aktivieren und halt die Verpackung gekauft, wow, so, liegt die Verpackung in der Ecke, so. Und bei Kingu ist es so, halt, da kaufst du halt das Spiel für 16 €, kriegst ein K, ja, du bezahlst mit PayPal oder mit Sofortüberweisung, hast du zig Varianten, also du hast jetzt 10, 12 Zahlungsmöglichkeiten. Da müsst ihr euch registrieren, E-Mail-Adresse eingeben, eure Daten da halt, ne? Und wenn ich euch zum Beispiel jetzt bei Facebook jetzt einen Link reinsetze, zum Beispiel, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal Mad Max haben, ja? Und ihr sagt euch, komm, ich gönne dem Mario mal da so ein Spiel, da kaufe ich ihn mal. Da müsst ihr das Spiel euch das im Warenkorb packen, ja? Und, halt dann halt auch bezahlen. Ihr könnt dann mit PayPal bezahlen oder mit Sofortüberweisung oder mit Skrill, was auch immer. Ja, müsst ihr halt eure E-Mail-Adresse eingeben. Und sobald ihr die Bezahlung bestätigt habt, sobald die Zahlung raus ist, bekommt ihr eine E-Mail. Jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr eine E-Mail bekommt, na, dann müsst ihr in euren Posteingang manchmal gucken oder in diesen Spam-Ordner. Da bekommt ihr manchmal eine Mail, zwei Mails, drei Mails, bis zu 4 Mails, ja. Das heißt, da ist dann die Bestätigung der Zahlung drinne und ein Case für das Spiel. Das heißt, wenn jetzt einer jetzt zum Beispiel jetzt einer diese Mad Max kauft, jetzt bei Kinguin, ja, oder diese Phantom Pain, ey, da wäre ich ja übelst happy, ja. Oder ihr sagt euch, ne, ich spende ihm einen Zehner oder mal 5 €. Wie gesagt, alt unten in der Beschreibung drinne, könnt ihr von mir aus gerne spenden oder halt mal gucken, wo ihr, dass ihr mir mal ein Spiel günstig erwerbt, wo ihr mir dann praktisch den K dann per E-Mail oder halt per Facebook dann halt mir den K dann schickt, ja. Und ich suche mir halt dann irgendwelche Sachen jetzt raus, sagen wir mal Mad Max, poste dann bei Facebook dann drin, ja. Schreibt dann halt deinen Text drin, dieses Spiel würde ich mir gerne wünschen, wer könnte mir diesen Wunsch erfüllen? Ja, dann geht er halt auf diesen Link dann halt drauf und macht dann halt kauft dann halt dieses Spiel und macht dann diese Bestätigung mit der Bezahlung. Und Leute, wie gesagt, es ist kein Muss, ich zwinge euch nicht, ihr könnt, ja, ihr könnt spenden, ja, oder mir halt mal da so ein Spiel kaufen. Wie gesagt, es ist kein Muss, ja. Aber ich würde mich schon mal freuen, dass irgendwie meine Arbeit mal
die ich da schon mache, dass sie mal auch irgendwie mal, wie soll ich sagen, akzeptiert wird oder mal halt respektiert wird, wenn ihr euch schon meine Views da anguckt. Ja, auf jeden Fall mehr Kommentare, mal mehr ein Like, mal ein Dislike, auf jeden Fall mehr Meinungen und Kommentare. Ja, ihr könntet bei Facebook schreiben, ihr könntet bei YouTube schreiben oder halt bei Google Plus halt da, wo ihr unterwegs seid. Ich bin ja fast überall unterwegs, ja, und würde mich natürlich dann natürlich happy freuen, war, würde ich sagen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Auf jeden Fall, danke für das Zuhören. Und ja, könnt euch ja mal überlegen, ob ihr das da halt mal macht. Und wie gesagt, ich zwinge euch nicht. Würde halt mich natürlich dann freuen, war. Gut, dann würde ich mal sagen, bis nächsten Freitag zu den nächsten Wochenrückblick und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, in alter Frische. Bis dann.